Der Penzliner Sportverein im gleichnamigen Ort ist kein reiner Fußballclub. Neben den 9 Fußballmannschaften, angefangen bei der F-Jugend bis hin in den Herren- und Frauenbereich, gibt es unter anderem Angebote von Yoga und Aerobic über die Sektion Kuttersegeln bis hin zum Dartsport. Christian Kowal ist der Schatzmeister des Vereins, war bis vor 2 Jahren selber noch aktiver Spieler und seit fast 4 Jahrzehnten Mitglied. Den Penzliner Sportverein macht eigentlich die Breite aus und das Familiäre. Halb Penzlin ist auf dem Fußballplatz, wenn hier ein Heimspiel ist. Und das ist sicherlich nicht immer entscheidend, ob sie gewinnen. Klar, ist ein Gewinn schön, aber auch wenn sie verlieren, stehen sie zu uns. Und dieses Familiäre, das glaube ich, unterscheidet uns von anderen Vereinen. Hier spielen noch Penzliner. Der Kunstrasenplatz, auf dem hier heute die erste Frauenmannschaft trainiert, wurde vor 12 Jahren erbaut. Dazu wurde eine Flutlichtanlage nach dem damaligen Stand der Technik miterrichtet. Pro Mast 2 HQL-Leuchten mit jeweils 2 kW Leistung, echte Stromfresser. Da die Technik in den letzten Jahren deutlich vorangeschritten ist, haben sich hier die Verantwortlichen für eine Umrüstung auf moderne LED-Leuchten entschieden, die viele Vorteile mit sich bringt. Wir haben jetzt etwas geringere Anschlussleistung, dafür aber 3-mal so viel Lichtleistung. Damit sind wir auch mit dieser Flutlichtanlage, dürfen wir Wettspielbetrieb machen. Und wir haben hier auch Abendsveranstaltungen, dadurch jetzt möglich. Auch fremde Vereine kommen und spielen hier abends. Die Kosten für die Umrüstung der Flutlichtanlage knapp 80.000 Euro. Nur mit finanzieller Unterstützung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung konnte das Vorhaben realisiert werden. Also ohne die Förderung hätten wir uns nicht leisten können, ganz klar. Und wir haben es auch nur aus dem Grunde gemacht, weil es die Förderung gab. Jetzt, das war vor 4 Jahren, jetzt haben wir natürlich noch mehr Vorteile, dadurch, dass der Strom so teuer geworden ist und wir mit der Anlage deutlich weniger Strom brauchen. Aktuell spielen die ersten Herren und die ersten Frauen der Fußballabteilung in der Verbandsliga. Auf diesem Niveau muss ein uneingeschränkter Trainingsbetrieb gewährleistet sein, um den Spielerinnen und Spielern auch in den dunkleren Jahreszeiten optimale Bedingungen bieten zu können.